herzlich willkommen zurück zu Mafia in der Definitive Edition. Wir haben letztes Mal den Wahlkampf abgeschlossen. Ein Politiker ermordet hinterrücks. Und ach, da muss ich nochmal. Ich habe nochmal die Folgen von dem alten Teil angeguckt. Und da war ja, wenn man auf diesen Turm gegangen ist, war ja so ein abgesperrt, ne? Achtung, Baustelle oder so. Oder Achtung, hier geht's runter. Und ich habe mir das nochmal angeguckt und ich bin genau da runtergefallen, wo halt die Baustelle ist. Das gab es im ersten Teil nicht, diese Absperrung. Und man wusste nicht, in welche Richtung man musste und dann einfach da lang, zack, runtergefallen, tot. Das fand ich jetzt im Nachhinein doch ziemlich witzig. Ja. Einfach zum Entspannen. 1938. Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr werdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut, ich will keine Leiche loswerden müssen. Los, suchen wir nach einem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja, ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt? Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Das macht Tommy sich Sorgen, nachdem er tausende Polizisten, zig Polizisten getötet hat. Ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag versteckt. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Ich brauch was hinter die Binde. Mann, Pauli, lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte. Los, gehen wir. So, Auto in grün. Aber die Sorgen habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nach den vielen Polizisten, die wir da im letzten Kapitel getötet haben. Oh, wir müssen gar nicht fahren. Ist ja praktisch. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja?
Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit, woran arbeitest du? Tja, spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauche nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Ah, mach dir keine Sorgen. Alles klar. Aber auch interessant, dass sie das jetzt so inszeniert haben und nicht einfach als Gespräch. Das hätte ja auch funktioniert. So, durchsuche das Works Quarter. Na gut, müssen wir mal gucken, ob wir hier einen Zolllaster finden. Hier ist zumindest keiner. Also ein Buch zum Einsammeln wäre da gewesen, aber das muss jetzt auch nicht sein. Ja, finde uns Ziel einen Zolllaster. Da hinten ist einer. Ist ja nett, dass sie einem das sagen. So, packen wir hier mal falsch rum ein. Ah, oh, bisschen weiter Abstand. Ah, gut, passt schon. Okay. Zulast ist auch leer, haben wir jetzt festgestellt. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier wegkommen. Oh, da parkt einer vor der Ausfahrt. Die Polizei direkt daneben. Jetzt gesehen. Ehrlich. Auch schön, wieder die ganzen Pfützen. Scheint also gerade geregnet zu haben. Und die ganzen Abgase, die hier wieder in die Luft gepumpt werden. So. Ui. Schön, wie das quietscht. Hat was. Die sind ja ganz schön gefährlich unterwegs hier, die anderen Autos. Also die, die hier überhaupt unterwegs sind. Da ist ja auch direkt Polizei davor. Ah, das gut geht.
Irgendwas geht da wieder schief. Irgendwas geht immer schief. Park da drüben, Tom. Ja. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Hm. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los! Wow. Los, Bewegung! Ist ja gut. Verflucht. Gemütlich da hinten, Tom! Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Na dann. Eure Papiere? Ach, Mist. Pete, hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Ich dachte, keiner ist da um die Uhrzeit. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Mhm. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Swift Cola. So, nehmen wir Cola mit. Kein Problem. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit! Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren, kamen in einem Boot namens The Bohemia, angedockt am Dienstag, dem 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Ach, eine Schleichmission. Okay, die Animation, da haben sie sich erstmal gespart. Okay, wir müssen da drüben hin. Fans schieben heute Nacht Überstunden. Wahrscheinlich müssen wir aber hier einfach lang. Als eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Such einfach was, das fehl am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in einer Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heul nicht. Er meinte, es könnte Ärger geben. Wirkte besorgt. Okay, wir müssen da hoch. Ist die Frage, ob wir da jemanden vorher ausschalten müssen oder ob die sich bewegen. Die bewegen sich. Und ich komme da nicht hoch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ach, da muss ich hoch, alles klar. Kann ich den ausschalten? Das klingt doch gut. Den hätten wir schon mal. Darf natürlich der nicht gefunden werden. Das weiß ich natürlich nicht, ob die da hinten den sehen.
Oder der. Ja, der könnte ein Problem werden. Aber jetzt könnten wir hier. So. So. Und so. Das ging doch gut. Sie dürfen halt nur den Typen nicht finden. Da weiß ich nicht, wie genau das Spiel hier ist. Okay. Howie, wir haben eine Zigarrenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Cameroons, die wir von der Bohemia beschlagnahmt haben, verbergen könnten, wonach wir suchen. Geh ins Lagerhaus und kontrolliere die restlichen Kisten, wenn du da bist. Wir sehen uns morgen früh. Viel Glück. Das wird helfen. Ist das so? Schüsse werden den Alarm auslösen und die Kisten sind in der Lagerhalle. Okay, wir sind in der Lagerhalle. So, schießen geht also nicht. Oh, riskant, das war nicht gut, das war gar nicht gut. So. Aua. Das machen wir vielleicht gleich nochmal. Vielleicht aber auch nicht. Okay, damit sind wir bei Schüssen. Das, was wir überhaupt nicht wollten. Letzten Kontrollpunkt laden. Da musste er seine Waffe ziehen. Da war ich ein bisschen zu flott unterwegs, aber immerhin geht das jetzt hier weiter. So. Das wird helfen. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich helfen wird, aber ja gut, wenn Tommy der Meinung ist. Aha, den Los, Typen. Leute, den müssen wir ausschalten. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fett sind abwegig. Sicher schon 100 Kisten überprüft. Ein bisschen zu langsam. Ich war so langsam. Oder auch nicht? Dem geht's gut. Empire Bay Dream, rum, unversteuert, Lagerport A1, Sinelli, unbekannte Maschinenlagerort B2, The Bohemia, Zigarren, Lagerort D2, da müssen wir hin. Interessant. D2. So, jetzt nehmen wir aber den hier und legen den mal hier hinten ins Büro. Sicher ist sicher. Okay, D2. Ach, das ist, hat er jetzt sogar da markiert. Sehr gut. Okay, und der Kollege kommt die Treppe hoch. Ansonsten hätten wir sogar hier noch mehr Infos. Der Kollege kommt nicht die Treppe hoch. Was haben wir hier? Moretti. Nee, nichts. Gut, wir wissen jetzt ja auch, wo wir hin müssen. Scheinbar da hinten hin. Ah, hier geht's runter. Das ist natürlich unschön. Wir müssen halt jetzt irgendwie durchs Lager durchkommen. Hier ein Schnellspeicherpunkt. Das wäre echt nice. Halt. Irgendwie so durch Pfeifen anlocken oder so geht wahrscheinlich auch nicht. Jetzt könnten wir hier durchgehen. Wow. Okay, wir müssen...
Am besten da hoch. Verdammt. Ja, und der schießt gleich und damit ist vorbei. Hat er mich doch von da hinten gesehen? Dann müssen wir die ausschalten in der Lagerhalle da unten. Das hilft nichts. Na gut, dann haben wir was, was wir in der nächsten Folge machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.